TV Straßensound. Da sagt der Herr und so, was ist los? Er sagt, wie, was ist los? Alles gut. Er sagt, gibt's nichts. Er sagt, nein, Bruder, ich wollte dich eigentlich fragen, ob wir einen Song zu machen. In der CCN-Sparte, musikalisch. Ja. Fühlst du dich da gefangen? Ja. Ist doch scheißegal, wir müssen uns vor niemandem verstecken, wir können alle ficken und so und so und so. Und er hat das aber so oft gesagt, Digga, dass ich mir dachte, ja, man, eigentlich hat er auch recht. Und was ich gesagt habe, weißt du was, jetzt Kopf an Kopf. Entweder du oder ich. Wenn ich einen Song mit Manuel mache, zum Beispiel, da kann ich jetzt auch nicht jemanden aus NRW beleidigen. Warak, was los? Wallah, alle haben einen Film gedreht. Warum drehst du nicht einen Film? Wer sind diese Schwänze und wer bist du? Ich würde doch gerne einen Song mit Selena Gomez machen. Nicht nur ein Song. Wenn jemand meinen Song supportet, wie gesagt, finde ich voll scheiße. Nein, das ist cool. Bones ist ein sehr, sehr guter Mensch. Und dann gibt es das bei Amazon. Sieht den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Richtig. Sieht den Gym-Bag aus. Yo, willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu TV Straßensound. Heute aus Bremen in Teneva mit Babasat. Was geht, alles gut? Was geht bei dir, Bruder? Danke, Bruder. Geht's dir gut? Muss, alles gut. Herzlich willkommen bei uns. Danke, vielen Dank. Ich war vor knapp 2 Wochen hier. Ja. Du hast ein Video gedreht mit Manuelsen. Genau. Da haben wir ein kleines Making-of gemacht, das Interview gestartet. Und das ist sozusagen jetzt der zweite Teil, weil es war ein bisschen zu spät, Licht war schlecht und so. Und ein bisschen Hektik. Genau. Weißt du, beim Videodreh, wie es halt immer ist. Aber jetzt machen wir es weiter. Und ist das so der Normalfall, Hektik und Stress immer beim Videodreh? Das war doch ein bisschen stressfrei eigentlich. Ja. Normalerweise ist es immer komplett durcheinander, weil man halt sehr viele Leute ist und so. Und dann musst du alle Leute am Platz haben und der ist zu spät und der hat sich verfahren und der kennt die Straße nicht. Das ist schon ein bisschen scheiße. Aber sonst macht das doch ganz schön viel Spaß. Was für dich so die angenehmste Arbeit während eines Musikprozesses, wenn man so alle Sachen nimmt? Musikaufnahme, Musik schreiben, Videodrehen, Tour, was macht dir am meisten Spaß? Am meisten macht es mir Spaß, wenn ich die Masterfiles bekomme. Mhm. Also wenn die Songs dann fertig sind und die gemischt sind und dann noch gemastert sind, weil dann klingt der Song einfach am besten. Yeah. Und das macht mir am meisten Spaß, immer so das erste Mal die Songs gemastert zu hören. Yeah. Das gibt den Ganzen noch einen Kick. Ansonsten, bist du ein Typ, der die Rohdateien mitnimmt, nachdem er sie aufgenommen hat? Nee, überhaupt nicht. Ich war früher so und ich habe mich dann immer gewohnt an diese Rohdatei. Wenn dann halt der Mix kam, ist das dann halt alles ein bisschen leiser und so. Und dann klang das dann für meine Ohren einfach scheiße. Wenn dann das Master kam, war es noch beschissener. Deswegen, dann habe ich auch die Songs tot gehört, bis dann halt irgendwann das Master kam. Und dann hat es am Ende keinen Spaß mehr gemacht zu hören. Aber jetzt warte ich dann immer, bis die Masterdatei kommt. Natürlich den Mix höre ich mir an ein bisschen. Und wenn das Master dann da ist, höre ich mir das ein paar Mal mehr an. Aber ich versuche die Songs nicht so oft zu hören, damit ich dann bei Release wenigstens eine Woche Spaß haben kann. Weil du weißt auch, an einem Album arbeitest du ja nicht nur einen Monat, sondern du bist 5, 6, 7 Monate dabei. Und dann macht das ja irgendwann auch keinen Spaß mehr zu hören. Weil bisher dann der Kopf ist gefickt davon. Okay. Hört man gerne wieder seine alten Tracks? Um die wieder so ein bisschen aufzufrischen. Wie ist es bei dir? So, pickst du manchmal so ein altes Album, keine Ahnung, legst du manchmal CCN2 wieder rein oder? nee, eher so vereinzelte Songs. Wenn ich da halt irgendwo bin und jemand redet dann über einen Song, dann gehe ich halt abends nach Hause und dann gucke ich bei YouTube oder so. Dann höre ich mir diesen einen Song an und dann ist das auch immer wieder ein schönes Erlebnis. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie seine alten Alben im Auto hat oder so. Nee, das nicht. Nur wenn man ein Auftritt ist oder so und ich spiele da ja auch alte Songs, dann habe ich die natürlich auf dem iPhone, damit ich die auswendig lerne. Yeah. Wie sieht so deine Auftrittsplaylist aus? So was für Songs wollen die Leute von dir haben? Außer Gangbang. Gangbang ist halt ganz gefragt. Alte Songs immer gerne, so diese bekannten. Immer voll komisch, wenn ich mit dir telefoniere. Warum? Ich will so das Intro sagen von Gangbang. das ist immer so verschieden. Also die Leute feiern die ganz, ganz alten Songs, wo man ja eigentlich gar nicht denkt, dass sie überhaupt kennen, weil wenn die so 15 sind, wie alt waren die denn da? Waren die noch 5 oder so, 4? Dann ist das immer so bewundernswert eigentlich, dass sie die alten Lieder noch kennen. Und neue Songs ist immer so, die Videos immer am besten natürlich. Und so Album-Songs ist das halt so, du musst die Leute irgendwie catchen, du musst den Leuten sagen, okay, in der Hook müsst ihr das so machen und weißt du, das ist ein bisschen anstrengender so, aber bei den bekannteren Songs ist das Ganze ein bisschen einfacher. Yeah. Es gibt ja so Evergreens, richtig, auch im Hip-Hop und keine Ahnung, nie ein Rapper ist ein Evergreen, den kann man dann auch nach 10 Jahren für sich neu entdecken, meiner Meinung nach. Ja, was sagst du dazu? Ich habe sehr viele davon, also wenn ich Get Rapping, Get Rapper, Fick Dein Mutter Slang, Gangbang, wer ist dieser Junge, ich bin dieser Junge, nie ein Rapper,
Wenn wir kommen, ist ganz krass. Ja, das kannst du so in so einer Disco spielen, die flippen alle aus. Also es gibt sehr viele von diesen alten Songs, die immer wieder abgehen. Wenn du nicht weißt, was du spielen, also wenn ich nicht weiß, was ich spielen soll, dann spiele ich alte Songs und die Leute freuen sich sogar extrem und feiern voll ab und es merkt dann keiner, dass ich jetzt eigentlich gar keinen neuen Song gespielt habe. Deswegen ist das ja, stabil auf jeden Fall. Dass man so ein großes Portfolio hat, wo man Sachen rauspicken kann und die Leute die Songs auch nur kennen. Ja. Portfolio? Okay. Ich muss da ein bisschen so ein paar Worte reinbringen aus dem Medienmanagement-Studium. Student, sag ich gerade schon. Scheiß auf alles. Album, ja. Mixtape, EP. Yeyotape 2. Was ist das genau? Eigentlich ist das eine EP. Normalerweise hat eine EP 6-7 Songs, aber meine hat halt 10. Ja. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, warum ich mir diesen Stress gegeben habe. Yeyotape habe ich vor 2 Jahren den ersten Teil auch im Internet rausgebracht. Ja. Und jetzt bin ich noch nicht so weit, dass ich ein richtiges Album quasi rausbringen möchte. Nicht wegen der Qualität der Songs, sondern wegen dieser ganzen Sachen drumherum. Weil das ist nicht einfach, ein normales Album in Anführungsstrichen rauszubringen. Okay. Weil da musst du wirklich Interviews geplant machen, und dann musst du Interview-Marathon machen und dann musst du dir volle Konzeptvideos drehen. Und du musst auch irgendwie hinbekommen, dass da ein roter Faden ist, der wirklich natürlich ist auf dem Album. Das ist ein bisschen anstrengend und das unabhängig jetzt von der Musik, die du machen musst, aufnehmen musst und Beats und bla bla bla, musst du 4 Monate oder so an so einer Promotion arbeiten, weil das Album geht in die Charts, da musst du vernünftig charten, da musst du ein vernünftiges Album präsentieren, du musst, weißt du, da geht es halt um sehr viel und das hätte ich jetzt keinen Bock drauf, das zu machen. Auch wenn der Januar da ist, also man hätte jetzt auch den Januar nehmen können und Januar ist nicht so schwer, gute Plätze zu erreichen in den Charts. Aber das habe ich keinen Bock drauf. Lieber nächstes Jahr in Ruhe. Dann bin ich auch vorbereitet, dann bin ich auch wieder so voll in meinem Element drin. Und dann macht das Ganze auch Sinn. Ich finde es gar nicht mehr so verkehrt, wenn man sich solche Projekte in den Vordergrund stellt, weil da kann man einfach freier arbeiten. Wie ich bei vielen Rappern gemerkt habe, so EPs, Tapes, hau drauf, rausbringen, das, was mir Spaß macht. Das ist halt eher so wie damals. Damals hast du eigentlich nicht viel von Promotion mitbekommen. Und damals gab es gar nicht so viele Interviews, damals gab es gar nicht, du musst jeden Tag irgendwas auf Facebook posten und Insta, so ein Blödsinn. Damals hast du einfach ein Album rausgebracht und das lief dann bei MTV oder wo das halt lief. Und dann machst du vielleicht ein Textinterview bei der Juice oder so und dann war die Sache okay. Und deswegen fühlt man sich, wenn man so ein Tape macht, ist mir scheißegal, ob ich jetzt poste oder nicht poste oder ob ich jetzt 20 Interviews mache oder halt nur eins jetzt mit euch. Ist relativ gleich. Deswegen macht man dann einfach nur die Sachen, die einen Spaß machen und man umgibt sich nur mit Leuten, mit denen man sich auch umgeben möchte. Weißt du, bei einem großen Album, da musst du dich einfach auch mit irgendeinem Typen an den Tisch setzen, auf den du eigentlich gar keinen Bock hast, aber du brauchst das Interview mit dem. Und das habe ich jetzt halt nicht. Ja. Gerade ein kleiner Angriff auf andere, aber das ist ja kein Geheimnis. Ich mag nicht so viele Reporter. Und trotzdem, es ist trotzdem, trotz dessen danke, dass wir das Interview führen können. Natürlich. Immer wieder gerne in Bremen. Wir sind ja auch die Einzigen übrigens. Ja, da haben wir auch. Also mit dir ist es angenehm, Bruder. Danke dir. Hast du ein bisschen Brotherlichkeit, wenn man so schön. Wir haben letztes Mal schon, als wir im Audi R8 saßen, über dein EP geredet, Yeyotape, also warum du das so genannt hast. Also erstmal dieses Yeyo. Was war meine Antwort, Bruder? Hört sich cool an. Und Yeyo heißt ja Kokain. So, warum hast du das genommen, das Kokain-Tape? Ja, es gab ja schon den ersten Teil. Genau. Warum? Weil die Songs überhaupt gar kein Thema haben, außer halt auf die Fresse und außer einfach hart sein und einfach so auf die Fresse drauf. Das macht Spaß. Und ich, ja, wenn du halt keine großartigen Themensongs hast und keine großartig dramatischen Songs, die du da erzählen musst und sowas, bietet sich das halt an. Weißt du, und das bedeutet, Yeyotape bedeutet, ich mache einfach Songs, so wie ich lustig bin, harte Songs, keine Themen, einfach das, was mir gerade einfällt, mache ich, und das klingt gut, okay, bounce, alles klar, Yeyotape. So. Musst du bei einem Album ein Konzeptalbum entwickeln? Also müssen da Themensongs drin sein, oder kannst du nicht einfach diesen Sart raushängen lassen, den du selber verkörpern willst? Du musst gar nichts machen. Okay. Aber der Anspruch ist es ja bei einem normalen Album, es musst du als Künstler schon einen Anspruch haben, dass du
dass du ein Album hast, dass du irgendwie auch mal 5 Jahre lang hören kannst. Oder okay, nach 5 Jahren auch mal rausholen kannst und sagen, okay, da ist halt so ein Song, der passt quasi gerade zu meiner Situation. Und wenn ich jetzt den Song höre, geht es mir vielleicht ein bisschen besser. Das therapiert mich vielleicht ein bisschen. Bei solchen Tapes ist das dann so, es kann natürlich aus Zufall mal so ein Song entstehen, der irgendwie Wellen schlägt. Aber im Normalfall ist das nicht so, dass du nach 10 Jahren dann sagst, oh, beim J.J. Tape 2 hat er da über seine Ex gerappt und ich habe gerade auch Schluss gemacht und das Song muss ich mir jetzt anhören. Weißt du, das ist einfach nur so bam, bing, bum, bum, bum. Du hast ein bisschen Spaß, du gehst. Das ist genau wie diese Disco-Pumper oder vorm Sommer schnell. Tak, 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 einfach vernünftige Figur und danach nimmst du wieder zu. So, weißt du, nach dem Sommer, weißt du, geht wieder McDonald's. Nach dem Sommer ist wieder leer. Ja, ja, so. Yeah. Wie wichtig ist es heutzutage noch, ein Album zu pressen? Weil du bist ja wirklich dazu entschieden, den ersten Track von dir vor knapp einer Woche bei Spotify hochzuladen, ja, ja, und dann zum Streaming freizugeben. MoneyGram oder MoneyGram. Ja, das war das erste Mal. Ich war ein bisschen zu spät, was Spotify und Apple Music und so angeht. Warum erst jetzt dazu entschlossen? Weil ich bin immer so ein bisschen, auch bei Facebook war ich ein bisschen zu spät. Ja. Instagram habe ich jetzt auch letztens erst kennengelernt. Ich hatte das schon. Das ist aber ganz angenehm, ne? Instagram. Oder? Ich hatte das schon, ich hatte da einen Namen, aber ich habe das nie benutzt. Und jetzt vor kurzem habe ich gemerkt, oh, das ist dann doch wichtig. Und das ist eigentlich immer nicht gut, wenn man ein bisschen zu spät ist, weil dann musst du wieder Aufbauarbeit leisten. Nochmal. Und die anderen sind schon irgendwo und du musst dich immer so hocharbeiten. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt einfach mal alles mitzunehmen, was gerade aktuell ist. Und ich habe mich diesmal bewusst dazu entschieden, einfach bei Spotify rauszugehen erstmal. Die ersten 4 Tage waren das, glaube ich. Yeah. Bei Spotify, um zu gucken, was da geht. Um zu gucken, ob ich überhaupt Fans habe, die auf Spotify sind. Und ich wusste jetzt nicht, wie viele Streams man haben muss und bla bla bla. Hab mich dann informiert ein bisschen und ich habe doch sehr viele Leute, die Spotify haben. Und sehr viele Leute, die Spotify pumpen. Ich hatte, glaube ich, in den ersten 3 Tagen 100.000 Streams. Das Ding ist ja auch so, in den meisten Fällen... Bei Spotify nur, ne? Ja, okay. Unabhängig jetzt von Apple Music und bla. Das waren jetzt 100.000, hat natürlich ein bisschen die YouTube-Klicks ein bisschen scheiße wegen des Spotify-Dings, aber A, verdienst du bei Spotify viel mehr und B, ist das wohl irgendwie die Zukunft. Also irgendwann wird es wohl keine CDs mehr geben, habe ich mir sagen lassen. Deswegen wollte ich da jetzt schon mal ein bisschen vorarbeiten. Ein bisschen Kanye West-mäßig nur noch streamen, nicht mal mehr verkaufen. Nein, so nicht, aber... Man muss halt ein bisschen so machen. Ich wollte jetzt erstmal mal einen Fuß reinsetzen. Ist cool, ist eine gute Erfahrung gewesen. Und ja, an sich gibt es sehr viele Starthörer, die streamen, hätte ich jetzt nicht, hätte ich nicht gewusst. Übertrieben wichtig. Weißt du ja so, es gibt ja diese Deutschrap-Listen auf Spotify, Apple Music, Deezer und was es noch so gibt. Und wenn man da nicht drin ist, da wird man halt nicht gehört. Man muss ja jetzt nicht gerade explizit nach Babassat suchen. Aber wenn der Song eine gewisse Streamzahl hat, wird er halt höher gerankt. Oder sind irgendwelche Leute, die das ganz nach oben packen? Habe ich mir auch sagen lassen. Ich habe am Samstag, der Song kam, glaube ich, an einem Freitag raus. Am Samstag habe ich dann bei WhatsApp so ein Bild bekommen. Ja, du bist bei Generation Deutschrap Playlist zum Beispiel. Und das ist Deutschrap aktuell. Und meine Antwort war ja, cool. Korrekt. Was willst du von mir jetzt? Er sagt, nein, das ist sehr wichtig, das ist die größte Playlist und so und man muss da stattfinden und man kommt nur da rein, wenn da vernünftig gestreamt wird und so weiter, weil das kann man ja selber nicht beeinflussen. Das machen die von alleine. Ja. Ich kann jetzt nicht da hingehen und sagen, mach mich da rein. Die machen doch, genau, das musst du machen. Geht das? Ja, klar. Also mir hat man gesagt... Mach da ein bisschen Welle bei, ruft da Spotify oder Apple Music, dein Management soll das machen und dann können die dich höher ranken. Nö, ich habe jetzt nichts gemacht. Aber korrekt, dass ich so mit rein. Wir haben einfach da am nächsten Tag aber erst. Ja. Am Samstag war ich da drin und jetzt bin ich die ganze Zeit schon drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn das Interview rauskommt, ob ich da noch drin bin, aber jetzt, heute bin ich, glaube ich, noch drin. Okay. Ja, und ja, cool. Das Ding ist, in letzter Zeit gehen sehr, sehr viele Singles Gold. Wegen diesen Streams. Genau, und ab 30 Sekunden kriegst du halt wird der Betrag halt gut geschrieben für dich und deswegen gehst du halt Gold, weil du oft gestreamt wirst. Ja, cool. Weil so viele Leute kaufen das gar nicht, die streamen das. Ja, cool. Und das ist brutal wichtig. Brutal wichtig. Ja, ich hab's ja jetzt einmal gemacht. Das werde ich jetzt auch ein zweites Mal und ein drittes Mal machen. Ob das jetzt wieder... Ich würde sogar meine ganzen alten Sachen auch noch mit hochladen, damit ihr auch in der Babassat-List drin seid. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob wir wieder so machen jetzt bei dem nächsten Video, dass erstmal wieder der Song bei Spotify kommt. Ja, klar. Und dann erst bei YouTube.
oder ob wir beides gleichzeitig starten. Okay. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, das sind dann eure Management-Entscheidungen, aber ist, ich, meine so Empfehlung so streamt. So eine Gefühlsentscheidung wird yeah. das eher sein. Weil ich habe einfach das Gefühl, okay, läuft gut, habe ich mir sagen lassen, dass es die Zahlen sehr, sehr gut sind so. Aber dafür sieht halt YouTube scheiße aus. Also yeah. irgendwie nach 4 Tagen habe ich 100.000 nur gemacht. Das okay. ist eigentlich normalerweise 100.000 Views bei YouTube nach 4 Tagen ist, glaube ich, jetzt nicht... ist jetzt nicht normalerweise, ist bei mir anders. Okay. Aber dafür habe ich dann bei Spotify voll viel. Das hatte ich natürlich davor nicht. Da muss man halt irgendwie selber entscheiden. So. Weißt du, wenn du jetzt eher auf deine Psyche hörst, musst du beides gleichzeitig starten, weil das sieht man einfach nach außen. Spotify siehst du ja nicht die Zahlen. Bei YouTube siehst du das schon. Aber wenn du rein geschäftlich denkst, dann musst du das so durchziehen mit Spotify, weil das ist... Dafür gibt es gutes Geld, das ist die Zukunft. Wenn du dich und da ist chartrelevant. Chartrelevant. Und wenn YouTube du, noch nicht. Wenn man da sich aufbaut, mhm. macht das für die Zukunft Sinn. Und deswegen tendiere ich eher, dass ich einfach diesen Weg weitergehen ja. werde. Ja. Haben wir erstmal genug Business Talk gemacht. Ja. Jetzt geht es weiter zum Musikalischen. Ich habe dich vor knapp 2 Monaten auf der Manuesen-Tour gesehen. Mhm. In Hannover. Ja. Hast kurz vorbeigeschaut, ist okay, Sato Manuesen, was geht ab? Ja, wie seid ihr beiden in Kontakt getreten? Beziehungsweise wie kam der Kontakt zustande? Um meine Frage zu stellen. Der Kontakt durch Hardy war das. Ich habe jetzt erstmal eher gesagt, dass warum auch immer, ich dachte, dass er mich überhaupt nicht leiden kann. Ich weiß nicht warum, ich habe mir mal von ein paar Leuten so sagen lassen, der ja, mag mich nicht so und so. Habe ich einfach so sein lassen. Solange er nichts gegen mich sagt, habe ich auch nichts gesagt. Ja. Und das war einfach so eine Funkstille. Und irgendwann dachte ich, warum eigentlich? Dann habe ich mal mit Hardy ein bisschen Kontakt gehabt. Und die beiden, also Hardy und Manuelsen, die sind auch bei derselben Merch-Firma wie ich. Und so durch den haben wir dann Kontakt aufgebaut. Dann habe ich hat er meine Nummer gekriegt, hat mich angerufen. Dann habe ich erstmal, hallo, wie geht's, bla bla bla. So sagt er, Herr und so, was ist los? Er sagt, wie, was ist los? Alles gut. Er sagt, gibt's nichts? Er sagt, nein, Bruder, ich wollte dich eigentlich fragen, ob wir einen Song zusammen machen. Er sagt, ja, und sofort. So, er dachte auch erstmal so, warum jetzt? Warum ruft er mich an? So, ja. Okay. So kam der Kontakt zustande. Ist ein netter, anständiger Mensch. Ich habe ihm den Song geschickt, hat er abgefeiert. Direkt am nächsten Tag habe ich seinen Part bekommen. Dann kam halt die Idee, dass wir ein Video drehen. Hat er direkt ja gesagt, ist dann vorbeigekommen, haben wir gedreht. Alles cool. Wie heißt das Song genau? Tatort nach Ost? Der sollte eigentlich Tatort Nahost heißen, aber es würde mit Manu keinen Sinn machen, weil er kommt halt nicht aus dem Nahen Osten. Deswegen habe ich das Nahost weggemacht und jetzt heißt er nur noch Tatort. Das muss ja auch irgendwie Sinn ergeben, yeah. weißt du? Deswegen. Aber die Hook steht. Die Hook ist so, wie die du kennst, ja. Und die Sprachen, die ihr beherrscht, sind auf jeden Fall nah östlich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Erste Feature auf dem Album. Wie verlief der Videodreh? War alles cool? Ja, du warst ja dabei. Habt ihr ein Making-of gedreht? Ich denke mal, das werden wir auch nochmal demnächst hochladen. Klar. Und dann werden die Leute sehen, wie das. Es war spaßig. Wir waren ein paar Leute und das war natürlich hektisch. Wir waren sehr viele Leute und der will auf einmal ist halt, hat sich der verfahren und der verfahren und der muss weg und der muss kommen und der ruft an. Bisschen durcheinander, aber hat Spaß gemacht. Das ist halt das Management, was man alles unter einen Hut bekommen muss. Ja, bei so vielen Leuten. Das kannst du nicht. Ja, yeah, hast du recht. Und damit so mit 80 Arabern und 20 Chaos-Management. 80 Arabern, 20 Türken, 30 Kurden. Was willst du da erwarten, Digga? Tatort nach Osten, ja, das kannst du erwarten. Kannst du nichts erwarten. Auf jeden Fall stabiler Song. Ja, wir haben letztes Mal schon... Ja, Tatort nach Osten. Das bleibt hängen, so die Melodie. Wir haben letztens, als Manu da war, als wir da auf dem Parkplatz bei Harley Davidson standen, schon über die Melodie gesprochen. Ja. Du hast sie selber entwickelt. Ja. Wie entstehen bei dir Hooks? Das ist das erste Mal, dass ich mir... seit Hasta la Vista 1 ist es jetzt das erste Mal gewesen, dass ich eine Sing-Sang-Hook gemacht habe. Ja? Ich würde eher sagen, das ist melodisch. Sing-Sang. Also Sing-Sang, das ist okay. Gerappt, aber dann doch trotzdem gesungen irgendwie. So ein Mittelding, weil singen, so wie Manu es tut, kann ich ja nicht. Also ich bin ja kein Sänger. Und deswegen muss man sich halt auf diese Sing-Sang quasi beschränken. Dann habe ich den Beat gehört und dann so, haben wir ein bisschen gesummt, ein bisschen so und mein Produzent dann auch noch ein bisschen seinen Senf dazugegeben, ein anderer Kollege auch noch ein bisschen seinen Senf dazugegeben und dann stand einfach so die Hook.
Eigentlich war die Hook auch ein bisschen anders. So der erste Teil der Hook ist so, wie er ist, war er schon. Und dann habe ich noch einen zweiten Teil der Hook. Der ist ein bisschen mehr gesungen als der erste Teil der Hook. Aber da wir jetzt Manu darauf genommen haben, mussten wir halt den zweiten Teil entfernen und er hat dann halt seinen Teil dazu beigetragen in dem Sinne. Ja. Okay, ist einfach so, der Beat hat das halt, glaube ich, hergegeben. Wie sah die Produktionsphase zu der EP aus, beziehungsweise zu dem Tape? War sehr stressfrei, muss ich sagen. Ich habe erstmal sehr viele Songs gemacht, ich habe ein bisschen was ausprobiert erstmal, so ein bisschen neumodisch. Das war dann doch zu neumodisch. Dann habe ich das sein lassen, dann habe ich die Songs irgendwie verworfen. Warum sein lassen? Das war schon zu neumodisch, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich fand's geil. So, im Nachhinein, als ich das dann 3-4 Wochen später gehört habe, fand ich das immer noch cool, aber das war schon zu, das war ein zu großer Sprung. Weißt du, das war ein zu großer Sprung einfach. Man muss halt springen, aber so kleine Sprünge machen. Das war einfach ein zu radikaler Sprung. Und ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen getan hätte. Deswegen habe ich dann gesagt, weißt du was, lass mal versuchen, irgendwie den alten Sound zu behalten, aber trotzdem sehr viele neue Elemente zu setzen. Beattechnisch kann man da neue, auch wenn der Beat 90 BPM hat, kann man immer noch mit anderen Drums arbeiten, man kann mit anderen Klängen arbeiten. Da habe ich halt so auf diese Art und Weise versucht. Und das ist mir dann doch gut geglückt. Und dann war ich ein paar Mal mit meinem neuen Signing, Sakko, darüber werden wir später was erzählen. Und dann waren wir da und er hat mir da ein bisschen Motivation noch gegeben, muss ich sagen. In welcher Hinsicht Motivation? In die alte Zeit mehr Motivation gegeben. So, ja, du bist doch der und du bist so und du bar und was weiß ich, du musst... Weil ich habe immer so, weißt du, normalerweise gehe ich immer Streit ein bisschen aus dem Weg. Ich mag das nicht, mich zu streiten, ehrlich gesagt. Weil darauf habe ich keinen Bock, einfach, weil es einfach... Das geht auch immer zu viel, zu lang dauert das. Telefonieren und Telefonate und der ruft den an und die an. Das ist einfach echt, darauf habe ich keinen Bock. Und der hat einfach der hat mir dann angefangen, mir das einzuimpfen. Ist doch scheißegal, wir müssen uns vor niemandem verstecken, wir können alle ficken und so und so und so. Und er hat das aber so oft gesagt, Digga, dass ich mir dachte, ja man, eigentlich hat er auch recht. So, ne? Warum soll ich mich dings? Also, ich komme ja eigentlich niemandem in die Quere, aber wir sollen den Leuten, er sagt, zeig den Leuten, dass, auch wenn du denen nicht in die Quere kommst, aber wer dir in die Quere kommt, der kriegt halt das, was er halt verdient im Nachhinein von uns. Und deswegen ist das Ganze ein bisschen aggressiver gelaufen. Ja. Wer kommt dir in die Quere? Momentan nicht so viele, aber man muss trotzdem hier und da mal eine Ansage machen, so, dass ein paar Leute nicht denken sollen, dass nur weil wir jetzt ein bisschen freundlich sind und nett sind, dass wir tote Menschen sind. Das sind wir halt eben nicht, überhaupt nicht. Und ich profiliere mich ehrlich gesagt nicht so. Also ich habe, guck mal, man weiß, wer mit mir ist, man weiß, wie lange man schon zusammen ist, man weiß, zu was man fähig sein könnte, wenn man will. Das weiß man, aber ich habe das eigentlich gar nicht ausgenutzt bis heute. In meiner ganzen Karriere habe ich das noch nie ausgenutzt, dass ich, sag ich mal, auf andere Leute, auf schwächere Leute oder auch gleich starke Leute, was ich gesagt habe, weißt du was, jetzt Kopf an Kopf. Entweder du oder ich. Und wir können schon sehr viel anrichten, aber ich habe das nie so... Ich habe keinen Bock auf Ärger. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns keinen Ärger leisten können. Ganz im Gegenteil. Aber weiß doch, da war ich kein Bock, zu alt für sowas. So, aber weißt du, manchmal musst du halt ein paar Nadelstiche wieder setzen, damit einfach, wenn sich was anbahnt, damit die auch wieder die Klappe halten. Weiß auch so. Ja. So. Es gibt die bekannte Redewendung, Freundlichkeit mit Schwäche verwechseln und das sollte man niemals. Zum Beispiel. Aber ich bin nicht freundlich ich mache mein Ding so und lass mich einfach alle freundlich sein, gar kein Problem. Lass mich alle in Ruhe, ich habe mit euch allen nichts zu tun. Ich mache mein Ding und wenn jemand was sagt, sage ich auch nichts. So, aber das muss ja nicht sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Warum? Das hab ich nicht nötig. Wenn jemand was sagt, kriegt er das Fünffache zurück. Aber ich von mir aus sage nichts gegen gar keinen, einfach so. Ja. Muss nicht sein. So. Wer hat produziert beim Album? Du warst in Hamburg bei PNB, glaube ich. PNB hat das ganze Album aufgenommen. Ja. Cable Tech, ganze Tape aufgenommen. Da das 10 Songs sind, da sage ich immer Album. Sein also Kollege, für mich ist es ein Tape. Ja. Das heißt, Yeyo oder J.J. Tape? Kannst du beide sagen. Ja, das ich habe bei PNB im Studio komplett alles aufgenommen. Ja.
Und PMB sitzt hier mit Cable Tech, heißt der andere Kollege. Der mischt, der hat das ganze Album gemischt. Gemastert hat Samurai Sounds aus Berlin. Okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Barisch, schöne Grüße. Sehr guter Sound. Der macht auch für Block und sowas sehr viele Sachen. Sehr stabiler Typ. Der hat gemastert, produziert hat, ich glaube, PMB hat 2 Beats gemacht. Alle anderen Beats haben Pain Valley und Lexi Sane gemacht. Die kommt auch aus Ravensburg. Okay. Ja, stabile, krasse Produzenten, Alter. Okay. Wirklich gute. Die habe ich sehr, sehr gespannt. Ich habe die, kennst du Safe? Safe? Nein. Kennst du nicht Safe? Ist ein Produzent? Nee, Safe war früher ein Rapper. Wie hieß nochmal die Gruppe von Kay damals? Also wo Kay dabei war, wie hieß die Gruppe nochmal? Dieses APMC, AP Millionärs. Nee, davor. Bevor. Keine Ahnung. Hab ich vergessen. Ich weiß auch nicht mehr. Also, tut mir leid, Bruder. Aber auf jeden Fall Safe ist halt einer, der da mit im Spiel war. Das ist ein super guter Freund von mir. Er macht ja seit 3-4 Jahren überhaupt gar keine Musik mehr. Aber ich bin mit denen im ständigen Kontakt und das ist ein sehr, sehr lieber, ist auch Libanese, ist ein sehr lieber Kerl. Und ja, er hat mir dann halt diese beiden Produzenten empfohlen und dann habe ich mir Beats schicken lassen und das hat mir super gut gefallen. Dann war ich halt in Kontakt mit den Jungs, habe dann gesagt, da stelle ich mir sowas vor, da stelle ich mir das vor, hier stelle ich mir das vor. Und die haben komplett abgeliefert und die haben sehr, sehr gute Sachen. Die haben auch den Tatort-Beat zum Beispiel gemacht. Okay, stabil. Gut, auf jeden Fall. In welche Richtung geht es musikalisch, da wir gerade schon ein bisschen über die Produktion geredet haben? Also das ist zu 95%... So thematisch, okay, auf die Fresse, aber musikalisch. Zu 95% ist das so, dass wir uns im Rahmen 87 BPM bis 93 BPM bewegen. Was ist für dich so die perfekte BPM-Zahl? 91, ein halb okay. So. Ja, aber wir bewegen uns halt da, okay. 87, 92, so diese Geschwindigkeit. Ziemlich langsam für die heutige Zeit, in Anführungszeichen. Ja, das ist halt dieser alte, der alte Film. Aber wir haben sehr viel neumodische Elemente drin in den Beats. Du hörst, was heißt neumodisch? Du hörst dann einfach, wenn du den Beat hörst und du gar keine Ahnung hast und du eine schlechte Box hast, denkst, okay, das ist ein CCM-Beat. Aber wenn du wirklich ein bisschen Ahnung hast und eine vernünftige Box hast, dann merkst du einfach da die neuen Elemente, neue Drums, neue Kicks, neue Snares, die ganzen Sachen halt. Da merkst du schon, dass es neumodisch ist. Yeah. Und hier und da mal auch eine neumodische Melodie hinten dran, so ein bisschen. Ja, wir haben einfach so ein bisschen den Spagat gefunden, dass man dann so einen Sound kreiert, der alt ist, aber auch neue Sachen mit drin hat. Thematisch und raptechnisch ist das der gewohnte Sound, nur auch ein bisschen angepasst, ein bisschen upgegradet, muss ich sagen. Noch besser. Okay. Ja. Wie empfiehlst du deinen Fans am ehesten, deine Musik zu konsumieren? Weil du gerade schon gesagt hast, so, wenn man das sich so über ein Billig-Handy anhört, hört man nichts raus. Gute Kopfhörer im Auto. Sehr gut, Sennheiser. Ich kann sehr, sehr, sehr gern Sennheiser Kopfhörer empfehlen. Unser Sponsor aus Hannover, schöne Grüße. Ja? Nein, leider nicht. So, okay. Noch nicht. Okay, die sind sehr, sehr, sehr gut, Alter. Die haben einen sehr, sehr guten Sound. Im Auto gibt es manchmal sehr gute Anlagen. Ja. Es gibt aber manchmal Katastrophenanlagen im Auto. Auf Laptop sollte man nicht so viel hören, weil Laptop klingt auch echt scheiße. Ja. Weißt du, manchmal geht so das ganze Feeling von einem Song kaputt, wenn du den einfach auf Laptop hörst. Und sehr viele Leute haben aber leider überhaupt gar keine Ahnung davon. Die sagen sich, ja, ist doch eine Melodie und der Rap. Und dann nehmen sie sich die Frechheit raus, einen Song bzw. einen Sound zu kritisieren, obwohl die das gerade auf dem Laptop hören. Ja. Dann denke ich mir, oder auch so diese iPhone-Kopfhörer da, weißt du? Oder Samsung oder so. Dann denke ich mir, Mann, du Spast, Alter. Weißt du, was da eigentlich alles hintersteckt? Mach doch mal eine vernünftige Anlage an, dann hörst du, wie gigantisch das eigentlich alles klingt, wie schön musikalisch das eigentlich alles klingt und wie aufwendig das Ganze auch war zu machen. Es ist nicht einfach irgendeine scheiß gesampelte Melodie und wir haben einfach ein paar Drums drunter gelegt, sondern wir haben wirklich uns was dabei gedacht. Aber das kannst du nicht auf einem komischen scheiß Acer-Laptop hören. Da musst du schon dir was Vernünftiges besorgen, damit du das vernünftig hören kannst. Kennst du diesen Moment, wenn irgendwer ankommt mit seinem Handy und sagt, hier, hör meinen neuen Song von meinem Cousin an und dir ans Ohr, hey. Oh, Bruder. Wie willst du das? Das hab ich jeden Tag. Ja, meine ich doch. Ja, das kannst du nicht beurteilen. Weißt du, ich sag immer, ja, mein Hammer. Das klingt immer scheiße. Ja, normal. Aber alles klingt scheiße am Handy. Nicht nur jetzt, weil er jetzt ein Amateur-Rapper ist, sondern einfach alles klingt scheiße. Weil so eine Box das einfach nicht hergibt. So, ne? Muss jeder selber wissen, Bruder. Aber ich bin halt der Meinung, also ich konsumiere Musik nur mit Sennheiser Kopfhörern, es sei denn, ich bin in einem guten Wagen, der eine geile
Anlage hat. Aber Sennheiser-Kopfhörer lassen dich den ganzen Sound hören, so wie der wirklich ist. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Ja, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt natürlich auch andere sehr, sehr gute Marken. Natürlich. Also ich persönlich habe halt jetzt einen Sennheiser. Hätte jetzt auch was anderes sein können. Aber ich jetzt... Ich verstehe. Die sponsern mich leider auch nicht. Alle Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung, meine lieben Freunde. Die sponsern mich auch nicht, aber... Die haben halt guten Sound, das soll ich machen. Ja, hast du recht, gebe ich vollkommen recht. Nochmal, scheiß teuer, Digga. Ja. Ja, ich hab 6 Scheine für meinen scheiß Kopfhörer bezahlt. Also. 600 Euro für Kopfhörer. Ja. Ja. Aber diese Dr. Dre, die so schön, wer hat, der kann, ne? Ja, aber die haben auch verschiedene Abstufungen. Das ist voll der Scheiß, Bruder. Also die ich gehört habe, völlig für den Arsch, Bruder. Also kostet auch 300, 400 Euro für nix. Ja. Für nix, kannst du auch mit iPhone-Box hören. Weißt du, was Dre jetzt auch VW-Ups hat? Ja. Beats heißen die. Ja, geil. Läuft bei ihm. Ich letzte so Beats, VW ab, ist okay, krass. Mit null Qualität, Alter. Alles klar. Die Features auf deinem Album. Ja. Wer ist alles vertreten? Einmal dein Signing. Ja. Wie spricht man seinen Namen genau aus? Er heißt Sakko. Ja. Kommt aus Bremen, wohnt hier auch in Teneva. Er chillt auch hier im Café, wo wir sind. Das ist eigentlich deren Café. Ja. Ich bin nur Gast hier, muss ich auch nochmal ehrlicherweise zugeben. Ja. Ich bin woanders eigentlich. In einem anderen Café. Ist ein, auch Araber, ja, ist ein sehr, sehr guter Straßenrapper, der macht harte Musik, rappt viel über Sachen, die halt so straßenmäßig passieren. Der Unterschied zwischen ihm und anderen ist ganz einfach, dass er das, was er rappt, tatsächlich auch verkörpert und immer noch verkörpert. Weißt du, sehr viele Gangster-Rapper heutzutage haben vielleicht mal das gesehen und alles mal erlebt und alles. Nur mittlerweile, irgendwann, wenn du halt so viel Geld gemacht hast und so viel so bekannt geworden bist, machst du ja nicht mehr dieselbe, hast du ja gar nicht mehr nötig. So, und er ist halt einer, das ist kein Kind, der ist nicht 17 oder so, ist nicht 18. Und der lebt das gerade immer noch, was er da versucht in seiner Musik rüberzubringen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ist ein Araber, ist auch ein ganz unangenehmer Gegner, weil... Ich glaube, der würde so Beef sehr, sehr persönlich nehmen und sehr, ja, es ist halt scheiße, sich mit denen zu beefen, weil der, und seine Leute auch drumherum sind noch voll heiß, so seine Kumpels. Komm, wir fahren da hin und ficken den, seine Mutter, und den auch, seine Mutter, Bruder, der hat uns noch nichts getan. Egal, trotzdem, wir ficken ihn jetzt. Und die sind halt immer noch so auf so ein Dings und so, der ist frisch und du merkst ihn das an, dass er brutal frisch ist und dass er einfach Lust hat und den Biss auch hat, sich da durchsetzen zu wollen. Ob er sich am Ende durchsetzt, wird A, an seiner Musik liegen und ich glaube ganz fest an seiner Musik, sonst hätte ich das ja jetzt nicht gemacht. Und B, entscheiden das am Ende natürlich die Leute. Natürlich. Also, aber wenn die Leute echt auf Realness und auf Persönlichkeit und auf Charisma Wert legen, dann ist das der richtige Mann dafür. Yeah. Ja. Ist auch von einer sehr unangenehmen Familie. Positiven wie auch im negativen Sinne, muss ich jetzt auch mal sagen. Also, Beef mit ihnen ist scheiße. Mhm. Ja. Wie hat er dich musikalisch überzeugt? Ich habe seinen Song gehört. Ich habe sein Video gesehen, ehrlich. Das erste Mal. Also, ich wusste schon, dass er Musik macht und alles. War das, was du mir letztes Mal gezeigt hast? Okay. Ja. Und dann haben wir uns getroffen irgendwann. Und er ist verwandt mit dem Cousin von meinem besten Freund und so ist das. Okay. Ganz komisch, ja. So, und dann habe ich halt irgendwann. Und irgendwann bin ich dann hierher gekommen und dann wollte er ein Video rausbringen am nächsten Tag. Und hat er mir gesagt: Guck dir das mal an, so, wie findest du das? Dann habe ich das gesehen, ich fand das voll geil, also musikalisch gesehen fand ich das brutal. Dann habe ich gesagt: Du bringst das jetzt morgen nicht mehr raus, wir machen das jetzt mal alles zusammen. Ja. Er sagt, Bruder, ich habe jetzt auf Facebook gesagt, dass ich das rausbringe. Wie stehe ich hier jetzt da, wenn ich das nicht mache? Er sagt, Bruder, sag denen, es kommt eine Überraschung oder irgendwas. Er sagt, nein, Bruder, ich habe jetzt mein Wort gegeben. Was soll ich jetzt machen? Geht doch. Er ist immer noch so, weißt du, hat mein Wort gegeben. Und dann verschiebt sich, Alben verschieben sich. Ist doch jetzt, weißt du, wir sind doch hier nicht, weißt du, ich meine? Ja, wir heiraten jetzt nicht, dass wir jetzt unser Wort gegeben haben, wir müssen jetzt morgen heiraten, sondern, weißt du, das ist jetzt, wir reden gerade über Musik. Also, ja, aber ich nehme meine Musik voll ernst. Ich sage, ja, ist ja auch gut, aber das müssen wir vernünftig machen. Und ja, und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und dann war er ein paar Mal mit mir im Studio. Und dann wollte ich ehrlich gesagt am Anfang sehen, ob das jetzt nur so ein One-Hit-Wonder ist mäßig oder ob er das wirklich auch Studiolänge auch mal durchziehen kann. Hat ein bisschen was gemacht im Studio und
Digga. Ist halt, du hast halt gemerkt, es hat eine professionelle Leute um sich herum, die ihn aufnehmen und die immer sagen, okay, geh mal da mit der Stimme hoch, da runter. Yeah. Super. Ich bin da voll stolz drauf und ich freue mich auf den ersten Beef, den er hat. Wirklich, darauf freue ich mich wirklich, weil das ist eigentlich nicht gut, aber ist witzig irgendwie. Lass mich ihn einfach mal musikalisch überzeugen, weil rappen kann auf jeden Fall und ich bin sehr, sehr gespannt. Auf dem Tape ist er auch mit vertreten, okay. Ja, zweimal. Was ist das für ein Song? Zweimal. Okay, was sind das für Songs? Ein Song heißt Böller. Okay. Das beschreibt ihn am besten. Mhm. Böller, was? Wie kann man Böller auf Deutsch beschreiben, Bruder? Böller. Wie kann man das Ding? Böller. Ich bin dein Böller. So, ist einfach so. Wie kann man das? Problem. Ja, so ein Problem einfach. Er ist einfach so ein. Kennst du so ein Kletten? Ja. Im Negativen. Yeah. Ja, so. Ein Song heißt so. So, kennst du von Simpsons Tingle Tangle Bob? Ja, genau so. Oder einfach so, wenn so er kommt. Ich will jetzt einfach nichts. Ich bin jetzt hier, um Probleme zu machen. Yeah. Und der andere Song. Ist eigentlich ein Solo-Song von mir. Man hat da aber einfach nochmal einen 16er oder 20er rangetan, der heißt Hände hoch. Dazu wird auch ein Video rauskommen. Okay, stimmt. Aber dieser Baller-Song ist brutal. Der ist heftig. Wir haben noch eine ganz krasse Hook gemacht. Okay. Aber wie gesagt, ihr werdet den noch kennenlernen. Ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Yeah. Und er ist auf jeden Fall heiß drauf zu releasen. Ich habe gerade auch schon mit ihm geredet. Er meinte auch so, ich will direkt raus. Aber so menschlich im Guten, super. Yeah. Ich rede jetzt nur über Rap und über Gegner und er hat schon im Kopf, ich habe jetzt mit allen Beef und ich muss jetzt alle ficken und so hat er jetzt schon. So. Was soll ich machen, Bruder? Da kannst du jetzt gute Musik machen lassen. Ja, ich kann machen, musikalisch kann er machen, was er will. Beefen kann er sich mit wem er will. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wir werden ihn später im weiteren Verlauf des Interviews auch mal kennenlernen. Okay, stabil auf jeden Fall. Ja. Das nächste Feature war Herzog. Und PTK. Genau, Herzog, PTK, du hast einfach mal straight angerufen und ein Feature geklärt mit einem Anruf. Ja, auf jeden Fall, so war das. Woher kennst du die beiden Jungs? Wir haben denselben Vertrieb. Ja. Wir sind beim selben Vertrieb. Ja. Haben uns schon lange haben wir uns kennengelernt. Mhm. Super Typ, auch realer Typ. Also sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Mhm. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Also die menschliche Basis ist schon mal geschaffen. Wir haben jetzt nicht jeden Tag Kontakt, aber wir haben mal im Monat einmal oder so zweimal so. Mhm. Ist ein sehr, sehr korrekter, anständiger Mensch. Und ja, ich feiere ihn musikalisch auch. PTK finde ich auch musikalisch auch eine Granate. Mhm. Muss ich sagen, er hat eine sehr gute Aussage. Da habe ich ihn angerufen. Hast du Bock? Ja, klar, okay. Haben wir gemacht. Ja. Okay. Also die beiden sind auf einem Song drauf? Genau. Okay, stabil. Krasser Song. So, da sind wir auch sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ja, auf jeden Fall. Ich feiere das auch. Ein weiteres Überraschungsfeature, Jacuzza, auch ein alter Zeitgenosse von dir. Genau, wie ist es zu dem Feature gekommen? Das ist ja jetzt nicht so abwegig. Also wir hatten eine lange Zeit keinen Kontakt und dann hat er wollte mich erstmal featuren, ich war im Urlaub und dann hat er mich jetzt im Sommer, hat er meine Nummer geholt, hat er mich angerufen. Yo, ich bin Schack, Bruder, was geht? Wollen wir einen Song machen? So, nach 5 Jahren habe ich nichts mehr von ihm gehört. 5 Jahre abgetaucht. Ja, so, ich sage, ja klar, kann man machen. Und dann war ich wieder in Deutschland, habe ich ihn angerufen. Ja, Digga, wollen wir auch einen Song für mich machen? Er sagt, klar. Ja, und dann haben wir das gemacht. Was ist für ein Song geworden? Hart. Der ist sowieso auch gerade auf so einem kranken Trip auch. Ne? Also der ist auch so voll. Der wird auch sehr viel dissen auf sein Album. Sehr viel. Ja. Das war sein letztes Ding, war ja eins mit Beast Montana, Blackout 2. Genau. Das war ja auch ein komplettes Battle-Album. Ja, Suchen und Zerstören ist noch ein Ticken härter. Okay. Weil man kann sich natürlich, wenn man ein Solo-Album macht, kann man sich ein bisschen freier austoben, als wenn du jemanden mit dir hast, weißt du, musst auch ein bisschen Acht geben. Yeah. Weißt du, jetzt nicht, dass ich weiß nicht, dass Busy jetzt keinen Streit will oder so, aber weißt du, man muss ja trotzdem, wenn ich einen Song mit Manuel mache, zum Beispiel, da kann ich jetzt auch nicht jemanden aus NRW beleidigen. Irgendwie, einfach aus Respektgründen geht das nicht. Wenn du alleine bist, da hat er ein bisschen, ich habe ein bisschen reingehört, das ist schon ein bisschen scheißenhart, Digga. Ja. Gab es noch weitere Features auf dem Album? Herzog PTK, Jacuzza, Manuelsen, Sakko und ich habe noch ein Überraschungsfeature, aber darüber werde ich jetzt einfach auch mal schweigen. Alles klar. Und ja, es ist auch ein super gutes Feature, aber da schweige ich noch. Es gab Kritik aufgrund des Manuelsen-Features. Ja. So, weil du halt eine Ex-Beziehung hattest zu Bushido.
guck mal, ich würde das vielleicht würde ich das verstehen, wenn wir jetzt irgendwie zusammen einen Diss-Song gemacht hätten oder irgendwelche, nicht mal Diss-Song, irgendwelche Sticheleien oder so, würde ich das vielleicht verstehen. Dem ist nicht so. Ich kann ja wohl mit wem Songs machen, mit wem ich will. Klar. Und das ist mein Ding, mein Album. Ich bin da seit 10 Jahren nicht mehr. Ich habe mit diesem Streit, der da existiert, ich weiß noch nicht mal, warum dieser Streit eigentlich existiert. Und ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Und ich mache Songs, mit denen ich will. Yeah. Und wenn ich jetzt mit MC Bordsteinflanke einen Song machen will, mache ich das. Das ist mir dann auch egal. Wenn jemand irgendwas kommentiert, wird das jetzt überhaupt nichts ändern. Und ich bin auch niemandem Rechenschaft schuldig für nichts. Also ich mache, was ich will, und wen das stört, ist mir egal. Yeah. Interessiert mich nicht. Ich bin kein kleines Kind. Hast du auf die Kritik deiner Fans geantwortet oder einfach so stehen lassen? Interessiert mich ein Scheiß. Ich mache das, was ich will. Die Leute mögen mich, weil ich bin, wie ich bin. Die Leute mögen mich als Künstler, weil ich dieser Künstler bin, der ich bin. Da kann ich doch jetzt nicht meine Feature-Liste von dem abhängig machen, was irgend so ein 12-jähriger Trottel da kommentiert. Das kann ich, das geht doch nicht. Ich mache das, was ich will. Ich mache das, was mir recht ist. Ich mache die Musik, die ich will. Die einzige Entscheidung, die er treffen kann, ist, die CD nicht zu kaufen. Und wenn er die CD nicht kauft, soll er sich ficken. Und das interessiert mich nicht. Wenn er jetzt aufgrund eines Features einen ganzen Künstler nicht mehr unterstützen will, dann ist das überhaupt gar kein guter Fan. Und der kann sich einfach mal ficken, Digga. Doppelt. Zwei Schwänze. Oben und unten. Oder wie Sart sagen würde, Gang, Gang, ja, Gang, 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 Bang. Ich sehe schon jetzt das nächste. Man weiß nicht, was geht euch das an? Oder ich mache mit wenig Willen ein Feature. Keine Art und Weise, Alter. Noch nicht ein 12-jähriger Junge, den du erziehen kannst, mit dem er Features macht und mit wem nicht. In welcher verkorksten Welt leben wir überhaupt hier? Das ist meine Antwort dazu. Mach Musik, mit wem du willst. So sieht's aus. Ich würde mich auch über einen Justin Bieber Feature freuen oder sowas. Voll. Wobei Justin Bieber ist sowieso der voll Hitmaker in letzter Zeit. Ich würde doch gerne einen Song mit Selena Gomez machen. Ja, nicht nur einen Song. Nee, Musiker. Ich bin glücklich von dem. Aber einfach so erfolgstechnisch würde mir das helfen. Okay. Gebe ich dir vollkommen recht. MoneyGram oder MoneyGram. Sag mal nicht MoneyGram oder MoneyGram. Die Ausländer sagen MoneyGram, eigentlich heißt das MoneyGram. Ja. Aber du kannst einfach so sagen. Die ganzen afrikanischen Brüder sagen MoneyGram. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eher so dieses Western Union. Genau. Wie soll man sagen? Die Araber sagen Western Union. Western Union. Ja, also. Wie die Afghanen das aussprechen, will ich dir gar nicht sagen. Wie sagen die MoneyGram? Boah, von der Katastrophe. Wie sagen die? Nein. Western Union, Mr. Union. Mr. Union. So ganz richtig, Junge. Ja, MoneyGram. Ist einfach, MoneyGram. Ja, MoneyGram. Mr. Union, aber. Ja. MoneyGram ist auch in unseren Ländern eher üblich als Western Union. Ja. Das gibt's so, also in Libanon gibt es das öfter als. Ich glaube, Afghanistan eher Western Union. Nee, bei uns eher MoneyGram, weil die zahlen aus, ohne dass ein Name steht und so. Okay, und die wollen auch deinen Ausweis nicht sehen. Hauptsache, du arbeitest mit denen. Genau so. Ja, deswegen ist das eher ein bisschen beliebter als Western Union. Ja. Perfekt, auf jeden Fall. Geld reinwaschen, so macht man das. Warum hast du dazu ein Video gedreht und warum war das deine erste Videoauskopplung? Das ist eher das so... Das habt ihr hier in Teneva gedreht, ne? Genau. Das ist eher so der ruhigste Song auf dem Album. Und ich wollte auch nicht direkt mit so einem Kulturschock beginnen. Okay. Deswegen habe ich den genommen. Und außerdem ist der Song, für alle, die das nicht wussten, das ist der offizielle Soundtrack für den Film Koksa, der ab dem 9.11. in den deutschen Kinos überall laufen wird. Deswegen hat sich das angeboten und zur Kinopremiere werde ich natürlich auch da sein. Und die Bild-Zeitung wird auch erscheinen, deswegen dachte ich, okay, machst du mal ein Video dazu. Vielleicht kriegst du auch einen Skandal. Stabil. Verkaufst du ein paar CDs mehr. Spaß. Warum nicht? Ja, ich habe das einfach so gemacht. Digga. Ja. Ist ein ruhiger, guter Song, finde ich. Hat Substanz, wurde sehr gut gestreamt. Also es hat mich schon doch bei einer Bestätigung gegeben. Bei Spotify geht er steil, bei Apple Music auch. Bei Deezer waren wir auf Platz 1. Das ist halt der offizielle Soundtrack von diesem Koksa-Film. Yeah. Ist ein sehr lustiger, ernster Film. Lustig, aber ernst irgendwie. Könntest du selber mal vorstellen, in Film mitzuspielen? Ich habe jetzt ein Angebot gekriegt, einen Film zu drehen, der Refugee heißt. Und ich soll irgendwie, das soll meine Geschichte, jetzt hat nichts mit Rap zu tun, sondern soll meine Geschichte beschreiben, wie ich aus Libanon her abgehauen bin. Dann habe ich ihm gesagt, Bruder, ich bin damals nicht mit diesem Boot hergekommen und so. Das ist eigentlich nicht so spektakulär.
ist hart gewesen, weil es ein bisschen um Leben und Tod ging und damals war syrische, syrische Armee war im Libanon und so. Ist das sozusagen deine Biografie gewesen, die verfilmen wollen oder einfach? Ja, so, aber bis zu dem Zeitpunkt nicht fiktiv, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann halt den Vertrag gekriegt habe. Also das, die wollen alles sehen, was davor passiert ist. Yeah. Ab Vertrag weiß ja jeder. Weißt, er meint, das ist ja nicht interessant, weil jeder weiß auch, was danach passiert ist. Yeah. Aber bis zu dem Zeitpunkt, so als, sagen wir mal... Welchen Vertrag? Fünf, der bei Erst guter Junge? Genau. Okay. Als ich fünf dann war, bis ich dann den Vertrag gekriegt habe. Wie kommt so ein kleiner Junge überhaupt damit klar, dass er die Sprache nicht kennt? Wie hat er damals gelebt im Libanon? Wie sind die her abgehauen? Wie haben die Visum gefälscht? Wie mussten die ganz Hab und Gut was verkaufen, damit die nach Deutschland kommen und so weiter und so fort. Und wie das dann halt ablief gerade hier in Deutschland. Wir waren da in Wettbergen. Kennst du Wettbergen bei euch in Hannover? Da gab's schöne Grüße nach Wettbergen. Genau, da haben wir gewohnt. Mühlberg. Ja, genau, eine ganz lange Zeit. Das war so ein Asylantenheim. Yeah. Das war eher so ein Container. Der wurde dann verbrannt von den Nazis mit Molotow-Cocktails. Und so haben die darauf gesehen. Da sind wir da rausgezogen. Das ist brutal, Alter. Wie wir halt damit bla bla bla. So ein Film habe ich jetzt gerade ein Angebot bekommen. Da habe ich gesagt, Bruder, ich habe jetzt in meinem Leben noch nie geschauspielert. Er sagt, kannst du ja Schauspielstunden nehmen. Wir werden jetzt darüber nochmal reden. Das steht jetzt nicht fest oder so. Also jetzt bitte nicht an alle Leute, die das sehen. Jetzt nicht in jedem Kommentar, wo bleibt der Film. Wir haben jetzt nur eine Idee bekommen. Es kann sein, dass ich das mache. Es kann aber auch sein, dass es ins Wasser fällt. War das ein guter Freund von dir, der die Story geschrieben hat? Nee, das ist der Typ, der den Kokser-Film gemacht hat. Das ist auch derselbe Typ, der den Khatar-Film jetzt gerade macht. Okay. Der macht auch gerade den Film. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Jetzt habe ich es einfach verraten. Das ist so, das ist ein sehr krasser Typ eigentlich. Und ja, schöne Grüße an Ekrem von hier aus. Und der findet die Story einfach sehr interessant. Und der, ja, und Sakko findet, dass ich unbedingt einen Film drehen muss. Er sagt so, er war dabei, als ich das Gespräch hatte. Ja. Warak, was los? Wallah, alle haben einen Film gedreht. Warum drehst du nicht einen Film? Wer sind diese Schwänze und wer bist du? Du bist doch Legende. Warum machst du nicht auch den Film? So, er sagt, Bruder, bleib mal ruhig. Ich kann nicht schauspielern. Vielleicht, Wallah, du musst jetzt den Film machen. Er sagt zu dem Mann, Wallah, gute Idee. Du musst, ich mach jetzt einen Film. Ja. Der ist so. Ja, dann hat er mich ein bisschen gepusht, muss ich sagen. Und hat ein bisschen meine ruhige Art Adrenalin verpasst, sodass ich ein bisschen vielleicht aus mir rauskomme. Ich merke schon, der Junge hat so ein bisschen, wie soll voll, man sagen, Digga, voll, dir Koffein gegeben. Voll nervig, Digga. Ich muss immer aufzacken oder immer auf. Was machst du, Bruder? Oder ich gehe jetzt nach Hause chillen. Nein, Bruder, wir müssen jetzt produktiv kommen, wir gehen. Wir haben so, die ganze Zeit. Genau solche Leute braucht man, glaub mir. Ja, ich weiß, Bruder. Ich bin ja auch dankbar und glücklich. Ich bin ja voll stolz. Die so fast schon ein bisschen deinen Kopf ficken. Ja, ja, das ist nicht fast, das ist genau so, wie du das sagst. Ja. Also, es steht gerade zur Debatte. Mal gucken, ob das was wird. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und checkt alle die Filme ab. Alle Links natürlich unten in der Videobeschreibung. Was ist bei HB geplant? Neue Signings? Was macht ihr da? Erstmal kommt jetzt mein Album raus, also mein Tape. Mhm. Da wird die eine oder andere Sache wird dann passieren. Darüber werden wir dann später reden nochmal. Detailliert natürlich. Und dann werden wieder mein großes Album dann jetzt kommen. Und dann werden wir gucken, wie wir Sakko aufbauen, so dass er das bekommt, was er verdient. Und so, dass man halt seinen Namen groß macht, dass man dann halt irgendwann auch mal ein Release in Angriff nehmen kann. Okay. Und wir werden noch ein paar Künstler dazu nehmen und das Ganze wird jetzt etwas vergrößert und etwas strukturierter gearbeitet in Sachen Härte. Also es wird jetzt etwas härter, es wird etwas rougher, es wird etwas, das wird jetzt eher zu mir passen. Okay, ja. Alles klar. Ihr habt einige Blogs in der Türkei gedreht, was habt ihr da angestellt? Das wirst du dann sehen, wenn die Blogs rauskommen. Ja. Das mache ich, was ich jetzt erzähle. Wir waren halt in der Türkei und haben Scheiße gebaut. Oder? Wir haben vor einem halben Jahr ungefähr, glaube ich, telefoniert. Wo war ich da? Ich war gerade auch im Ausland und du meinst, ey, ich fahre nach Libanon. Komm mit. So auf spontan, ja. So komm mit. Ja, warum bist du nicht mitgekommen? Bruder, ich war gerade, keine Ahnung, auf Teneriffa oder so. Ja, in der da warst du in Teneriffa, genau, bei deinem Onkel oder so, ne? Nee, Urlaub mit Cousins und sowas. Ach so, nicht mit Onkel. Okay. Leider habe ich keinen Onkel auf Teneriffa. Ja, nächstes Mal machen wir diese Fahrt zusammen. Ja. Das ist eine sehr spaßige Fahrt, die sehr anstrengend ist. Wie lange ist. Fährt man da nach Libanon? Du musst ja nach... Oder in den Libanon? Du musst... kommt drauf an, wie du fährst. Wenn du jetzt so einen Arman am Steuer sitzen hast, kommst du so in 28 Stunden durch. Ach du Scheiße. Wenn du mich am Steuer hast, kommst du dann halt... 28 Stunden. Ja, das ist voll wenig, Bruder. Wenn du mich hast, bist du in 28 Stunden in Istanbul erst. Ja.
Und da muss dann nochmal in der Nacht schlafen und erstmal noch frühstücken und nochmal in der Nacht schlafen. Aber wenn du so durchfährst, der kleine Europa-Tour, so 28 bis 30 Stunden, aber das sagt sich immer so leicht, ich brauche immer so 2,5 Tage oder so. Oder? Yeah. Aber ich chill auch mein Leben voll auf dem Weg. So, ne? Ja. Also richtiger Cruiser. Ja, ich chill extrem, Bruder. Yeah. Der fährt, Bruder, 80, 250 und der, ich hab das im Griff, Bruder, alles gut. Alles gut. Er raucht, telefoniert, lenkt mit dem Knie und dachte, zeigt auf 260. Und ich sitze so neben mir, was soll ich jetzt machen? Ja, aber irgendwie bist du toi. Bis toi, jetzt toi. Ist der beste Fahrer, den ich kenne. Okay, ja, aber trotzdem, Bruder, für den Bluthochdruck ist das nicht ganz gesund. Und also nach der Fahrt brauchst du erstmal eine Woche Urlaub. Ich mach mir Sorgen, wir fahren am 9.11. fahren wir nach Stuttgart. Wer fährt? Ja. Der setzt sich auch nicht an Beifahrer, Bruder. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass wir wahrscheinlich in 2,5 Stunden in Stuttgart sein werden. Das sind 600 Kilometer. Aber das Schlechte an der... Ja, Bruder, da musst du im Hotel ankommen, musst du sich erstmal duschen gehen. 2,5 Stunden, weil du so totgeschwitzt bist. Ja, es ist gut, aber es macht keinen Spaß. Weil, Bruder, warum? Und der fährt wirklich Nadel bis zum Ende, bis zum Anschlag, mit Knie, Zigarette, Musik anmachen, telefonieren, am besten noch irgendeine App spielen noch dabei, weißt du? Ja, ist doch nur geradeaus. Dann macht der hat in seinem Auto so ein, wir waren letztens unterwegs auch, der hat so ein, der Wagen lenkt von alleine, Bruder. Ah, okay. Kennst du das? Digga, was für Lenk von alleine, Bruder, auch Kurven und sowas. Der fährt bis zum Anschlag durch. Er hat seine Hand nicht am Lenkrad, der hat den Wagen neu. Ich sag, Bruder, was ist los? Digga? Nein, der lenkt von alleine. Ich sag, der verarscht mich. Was lenkt von alleine? Auf einmal, der lenkt wirklich von alleine. Jede Minute aber einmal antippen. Du musst irgendwie nur einmal antippen. Bruder, der hat sein Handy, der sucht den YouTube, der kommt gar nicht auf die Straße. Dann, er macht nur einmal Tick. Ach du dann Scheiße. Spielt er Tick. Tick und ich sitze da so, weißt du. Aber eigentlich hatte ich jetzt was anderes vor für heute. Ja. Sterben wollte ich heute nicht. Eigentlich so. Nicht, Bruder. Nicht zu sterben war mein Lebenstraum. Oder nicht? Ja, aber was soll ich machen? Dafür sind wir immer schneller da als alle anderen. Korrekt, auf jeden Fall. Ja. Da war gerade schon ein bisschen. Aber auch aus Portemonnaie, muss ich sagen. Ja, klar. Ja, was soll das? Anstatt dass wir einmal tanken, tanken wir viermal. Was? Warum, Bruder? Ohne Sinn. Was soll das, Bruder? Nein, Spaß. Das da wir gerade schon ein bisschen so bei Business Talk sind, von wegen Film und sowas. Dieses Papa Shisha, ist das deine Marke? Nee. Ich unterstütze das ein bisschen. Das ist eine Bremer Marke. Schöne Grüße auch. Okay. Es ist ein Bremer Getränk. Ich dachte jetzt so undercover dein Getränk. Nee. Habe ich nichts mit zu tun, okay. Außer dass ich das gut finde und dass ich das sehr gerne unterstütze. Mhm. Selber noch kein Shisha-Tabak oder so? Nein, wird auch nicht kommen. Okay, ich hasse Shisha. Jetzt. Das ist ein neuer Trend. Ja. Ich hasse Shisha, aber ich mag nicht Shisha rauchen. Ich mag auch keine Shisha-Bars. Und ich fühle mich nicht wohl, wenn ich Shisha-Bar, das ist voll qualmig, voll eklig. Ja, die Luft ist sehr, sehr schlecht. Ja. Aber dafür rauche ich. Ich habe aufgehört gehabt. 4 Monate. Merk man. 4 Monate, Bruder. Und ich dachte, ich habe es geschafft. Und dann war so ein Hurensohn-Tag, Digga. Ich habe mich so aufgeregt den ganzen Tag. Ich schwöre, ich war so sauer den ganzen Tag. Da bin ich in die Tankstelle gegangen, Bruder. Ich habe die ganze Schachtel eine halbe Stunde geraucht, Digga. Ich habe alles wieder... Und seitdem rauche ich jetzt mehr, als dass ich davor rauche. Hast du eine Veränderung gespürt nach den 4 Monaten? Bruder. Ja, Mann, ich gehst die Treppe hoch und das, dann schnarchst du nicht mehr. Du fühlst dich ein bisschen fitter, du gehst Sport machen, Bruder, hältst du ein bisschen länger aus, du gehst Laufbahn, kannst ein bisschen laufen. Ja, Bruder, und dann habe ich mich aufgeregt, Digga. Ja. Und durch diesen Hurensohn, ich wünsche dir, dass er stolpert. Der Bastard, der hat mich so aufgeregt, so ein Typ, Digga. Mhm. Man muss ganz ehrlich zu sich sein, weil dieses ganze Rauchen, dieses Shisha-Rauchen, Zigarettenrauchen, das fickt uns alle. Der hat mich so jetzt letztens, Bruder, der hat mich so aufgeregt, der Typ. Ist so eine private Sache. Nee, ich meine allgemein das Rauchen auch. Der hat mich so aufgeregt, Bruder. Ich bin direkt so Dings mit Schlappen, Digga. Ich bin zur Tankstelle gelaufen, gib mal irgendein Marlboro. Habe ich irgendwas anderes, scheißegal was. Mhm. Ich habe so, Bruder, eine halbe Stunde, eine nach der anderen. Dann war ich auch ein bisschen beruhigt, aber jetzt habe ich wieder angefangen, Bruder. Ja. Aber ich habe auch ein bisschen zugenommen dadurch. Jetzt muss ich wieder die scheiß Kilos. Viele denken, wenn die rauchen, nehmen die ab, aber dadurch, dass du rauchst, wird die Kondition schlechter und dann nimmst du direkt zu, meiner Meinung nach. Ja, aber als ich aufgehört habe, habe ich schon ein bisschen zugenommen, weil da habe ich mehr Appetit gehabt. Ja, Bruder. So die ersten 2 Monate, das sind schon 10 Kilo.
gewesen, Bruder, weil ich habe dann auch mehr Appetit gehabt, ich habe das Essen besser geschmeckt. Aber die Zeiten sind vorbei. Was vorbei ist, ist vorbei. Ja, jetzt wird wieder geraucht. Rauchen verursacht Herzanfälle. Aber scheiß drauf. Wir machen Anti-Werbung. Raucht heute nicht. Eigentlich habe ich Lucky so geraucht, weil es ein bisschen einfacher ist. Ihr kriegt alle Lungenkrebs, hört auf damit. Und das, wir genauso. Und, ja, Bruder. Und dann sagt er, so. Alle sagen, nein, was sind das für scheiß Zigaretten? So, Bruder, bin ich wieder auf. Scheiß, mal, Bruder. Scheiß drauf. Gefangen in einer bestimmten Sparte, in der CCN-Sparte, ja. Musikalisch. Fühlst du dich da gefangen? Ja. Und hast du Angst davor, dass deine Fans dir das abstrafen, wenn du den Sound switcht? Vorhin meinst du ja schon, dass es ein zu großer Sprung war, deine ersten Versuche. Ich finde das schade. Aber andere haben es gut hinbekommen. Guck mal, Bruder, ein Künstler, andere, ich weiß nicht wie. Ein Künstler sollte das machen, was er am besten kann. So. Ein Künstler, der lange dabei ist und der seine Fanbase hat und der diese Verkäufe hat, der hat immer stabil seit Jahren, weil er halt das tut, was er tut. Ich verstehe schon, dass man sich an diesen Sound halt gewohnt und bla und bla. Aber ich finde, bei mir ist eine sehr, sehr große Schwierigkeit, ein bisschen was anderes zu wagen aus Fansicht. Mhm. Klar mache ich Musik für mich, aber ja, die Leute begleiten mich aber auch seit etlichen Jahren. Klar. Das ist jetzt nicht so wie bei einem Feature, wo ich sage, ist mir scheißegal, ob dir das gefällt oder nicht. Ich verstehe mich mit diesen Menschen einfach gut und ich mache mit denen einen Song. Da hast du mir nicht reinzufuschen, weil das ist eine menschliche Geschichte. Aber was Musik angeht, Bruder, man ist irgendwo auch von seinen Fans abhängig, klar, wenn du kommerziell Erfolg haben möchtest. Das beeinflusst schon, aber ich habe das Gefühl, dass meine Fans sehr so sind wie ich. Die sind sehr engstirnig und sehr so. Entweder so oder gar nicht. Weißt du, ich meine, es ist für mich sehr, sehr schwer, diesen Spagat zu finden, so dass man nicht mal irgendwie in eine andere Sparte wechselt, weil davon halte ich gar nichts. Aber ich bin ein Freund davon, dass man vielleicht in neue Gewässer auch mal schwimmen darf, mal ein bisschen. Weißt du, du musst ja jetzt nicht immer nach Türkei fliegen zum Urlaub, oder kannst auch noch mal nach, was weiß ich wohin, Bruder, nach Jordanien oder so. Weißt du, muss ja nicht immer Türkei sein. Natürlich nicht. Ab und zu mal kannst du auch nach Jordanien gehen, Bruder. Weißt du, ich meine? So, aber so, die haben ein, oh nö, wir wollen ja hier 90 BPM. Alter, so, deswegen ja. versuche ich gerade so ein bisschen diesen Sound zu halten, aber trotzdem etwas Neues zu kreieren, so, dass das neumodisch ist, aber für die Leute, die keine Sennheiser-Kopfhörer haben, die denken dann, dass es irgendwie immer noch so ist wie damals. Aber die Leute, die dann wirklich von Musik Ahnung haben, die merken schon, dass da eine kleine Veränderung passiert ist. Nur, ich weiß doch, mir fällt es schwer. Ich würde sehr gerne einfach so was ausprobieren, einfach für Furz, so einfach nichts. Aber, Bruder, so ein Album kostet viel Geld, Digga. Klar. Wenn du so krass abgestraft wirst, das tut schon weh, Digga. Deswegen muss man schon ein bisschen aufpassen. Und man ist den Leuten ja auch ein bisschen was schuldig. Weißt du, die begleiten dich durch dick und dünn. Die begleiten dich durch jeden Beef. Die begleiten dich durch jede Labeltrennung, die du selber erlebt hast jetzt. Ne? Die begleiten dich bei allen Sachen, die du bisher gemacht hast. Deswegen können die sich natürlich schon etwas mehr erlauben als normalerweise so ein neuer Fan von einem neuen Künstler. Der kann sich gar nichts erlauben. Weißt du, wer bist du? Ich mach mein Ding. Aber so Leute, die dich schon seit Jahren begleiten, da musst du schon ein bisschen... Da musst du denen schon ein bisschen entgegenkommen. Ich finde es schade, weil das bremst einen musikalisch ein bisschen. Natürlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wie fandst du beispielsweise diese Switches von, nehmen wir einfach mal Flair oder Azad? Weil die kamen ja auch aus dieser Welt wie du. Ja. Und haben jetzt, ist in diese neue Richtung entwickelt. Genau deswegen, gut, dass du dieses Beispiel jetzt genannt hast. Genau wegen Azad sage ich, man hat als Fan das Recht, mal mitzureden, wenn man einen schon seit etlichen Jahren begleitet. Ich bin ein sehr, sehr großer Azad-Hörer, schon seit damals, Digga. Yeah. Ganz, ganz damals. Da habe ich noch gar keine Musik gemacht. Und das war so der erste roughe Typ. Und das habe ich sehr, sehr gern gehört. Und ich finde mir hat das gar nicht gefallen, das, was er gerade gemacht hat. Nicht, weil das musikalisch schlecht ist, überhaupt nicht. Er hat das einfach auf diesen neuen Standard gemacht. Nur ich als, sage ich mal, Supporter seiner Musik, hätte mir natürlich Leben gewünscht. Verstehst du so deswegen? Und dann dachte ich mir, okay,
Digga, du denkst doch gerade auch so. Warum regst du dich denn über deine eigenen Fans auf, wenn die auch so denken? Okay. Deswegen habe ich das Ganze ein bisschen verstanden. So ein bisschen modern, ja, aber zu sehr modern ist halt, weißt du, es ist schwierig, Bruder. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich verstehe, warum er das gemacht hat. Und ich respektiere das auch, dass er voll den Fick gibt. Ich mache das jetzt einfach. Und einfach einen Fick gibt und voll ins Risiko geht. Das zeigt, dass er ein sehr mental starker Mann sein muss, dass er das überhaupt macht, weil, egal. Damit kannst du auch so deine Fans verärgern, sag ich dir ganz ehrlich. Yeah, er hat einfach einen Fick gegeben und gemacht. Ob er das jetzt nochmal macht, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das gelaufen ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nur die Single-Auskopplung gehört. Und das war halt nicht das, was ich Dings. Aber ich habe auch nicht so viel Ahnung von diesen. Ich habe nicht so viel Ahnung von dieser neuen Musik. Wie fandest du den Switch von Flair? Bei Flair finde ich überhaupt, nicht, dass er einen Switch gemacht hat, weil... Sagen wir einfach immer Entwicklung. Switch war das falsche Wort. Nee, ich sag dir warum. Okay. Er war ganz damals, hat er halt diesen CCN-Flavor gehabt. Ja. Und dann hat er, dann war sein erstes Solo-Album, oder sein zweites, ich weiß jetzt nicht genau, aber der hat auf einmal ganz anders gerappt. Der ist immer mit der Zeit mitgegangen. Ja, hast du recht. Der hat jedes Mal, also du kannst Flair... Der wurde auch am Anfang sehr, sehr stark dafür kritisiert. Ja. Gerade für die ganzen Trap-Sachen. Nee, ich rede jetzt gar nicht darüber. Okay. Ich rede jetzt über dieses Agro-Berliner und das hier. Das war ja auch auf einmal ganz anders. Mhm. Da hat er die Wörter lang gezogen und da hat er so Sachen. Das bedeutet, seine Fans sind es von Tag 1 schon gewohnt. Okay, er hat so angefangen, weil er, wie er halt da was geklungen hat. Mhm. Aber direkt sein nächstes Ding... war wieder was ganz anderes. Und das nächste war wieder was ganz anderes. Auf einmal hat er lange T-Shirts angehabt, oder? Yeah. Und früher hat er gerappt, meine Kordonjacke und ich bumse euch alle, ihr scheiß Skater. Dann hat er auf einmal langes T-Shirt gehabt, weil das war gerade so das, was heute Trap ist. Und danach, er ist halt immer mit der Zeit mitgegangen. Er hat sich einfach immer zeitgemäß entwickelt. Mhm. Deswegen bin ich jetzt nicht überrascht, dass er jetzt auf einmal... Trap macht, aber er macht auch sehr guten Trap, muss man sagen. Also ich kenne mich, wie gesagt, nicht so gut mit dieser Musik aus, aber wenn ich das höre, das hört sich sehr ästhetisch an. Deswegen finde ich überhaupt nicht, er gibt den Leuten das, was sie gewohnt sind. Die Leute sind es gewohnt, wenn die Zeit jetzt so ist, wenn die Entwicklung in diese Richtung geht, entwickelt er sich mit. Mhm. Und das hat er den Leuten einfach beigebracht. So ganz am Anfang von diesem Trap-Film war ein bisschen Hate, aber jetzt ist das verschwunden, weil er hat ja nicht seinen Arsch verkauft an sich, weil er ist schon seit Tag 1 so. Ich entwickle mich immer weiter, ich will nicht stehen bleiben quasi mit meinem musikalischen Sound. Deswegen ist das für mich überhaupt gar kein Switch und überhaupt gar keine Überraschung, dass er gerade da ist, wo er ist. Ja. Das ist meine Meinung. Er hat die Fans auch sehr, sehr stark darauf konditioniert, auf diese neuen Sounds, gerade in den Interviews. Voll. Sehr, sehr starke Leistung. Ja. Und er macht's gut. Er macht es sehr, sehr gut und er ist sehr, sehr auch starke Leistung in den Interviews, super. Wie er das den Leuten erklärt hat, meiner Meinung nach. Sehr gut, ja, und ist auch fleißig und alles. Jetzt haben wir genug Props gegeben. So sieht's aus. Ja, ist ein sehr guter Künstler und sehr gute Weiterentwicklung und sehr gute Entwicklung überhaupt. Und nochmal zurück zu Azad, oder mach mal bitte wieder so ein Album, wie damals, für dich feiern. So sieht's aus. Ja. Apropos damals, Bones und Jizzes haben letzte Zeit deine Songs gepumpt von damals. In den Insta-Stories, die, glaube ich, 500.000 Menschen schauen. Wie findest du das? Und bei dir, dieses Insta-Story-Ding, hast du noch nicht so auf das New Level gebracht? Ich? Ja. Ja, Bruder. Immer nur so ein bisschen. Ja, immer so ein bisschen, weil halb. Cool. Wie soll ich das finden? Klar, Bruder, wenn jemand meinen Song supportet, wie soll ich, finde ich voll scheiße. Nein, ist cool. Ja. Bones ist ein sehr, sehr guter Mensch, sehr guter Typ, der schon sehr, sehr lange dafür gekämpft hat, dass er heute da ist, wo er ist, und dieses musikalische Verständnis, auch als er damals für die Leute nur ein ganz normaler Straßenrapper war oder wahrgenommen wurde, hat er schon immer dieses musikalische Verständnis gehabt, und ich finde das sehr, sehr erfreulich für ihn, dass er so ein Dings hat, so einen Erfolg hat, und ich finde das eine sehr, sehr gute Geste, dass er meine Songs auch, der hat das ja auch sogar mitgerappt, ich habe es auch gesehen. Yeah. Er hat es mitgerappt und bla. Und ich habe voll viele WhatsApp-Nachrichten bekommen. Bruder, hier, ich war jetzt aber jetzt nicht so verwundert, weil ich weiß, dass er meinen Sound sehr, sehr mag. Und ich habe schon mit denen auch zusammengearbeitet und ich weiß, wie der tickt. Und es ist ein sehr guter Mensch, Digga. Ein sehr guter Mensch, den alles zu gönnen ist. Ja, Mann. Zusammenarbeit in nächster Zeit, irgendwas geplant? Nee, noch nichts geplant, aber es ist
Es muss nicht so bleiben. Okay. Ja. Alles klar. Wann kommt endlich dein Kollabo-Album mit Buzzword dein Hengst? Das habt ihr vor einigen Jahren mal aufgenommen. Das wird, glaube ich, nie rauskommen. Habt ihr das alles noch da? So die ich hätte das abgemischt und sowas? Er hat das nicht, ich hab's aber. Ach was. Ja. Wer weiß, Bruder, vielleicht irgendwann. Das ist ein gutes Album. Sehr hartes okay. Album. Ist aber ein sehr gutes Album. Wir haben voll viel gedisst auch auf dem Album. Das ist ein gutes Album. Ich weiß auch, das war voll komisch, dass es überhaupt nicht rauskam. Das war damals meine frische Trennung. Auch er hatte Probleme mit seinem, mit seinem Label damals. Der konnte dann nicht ganz rauskommen und deswegen ist das Album nicht ganz rausgekommen, weil die so ein bisschen faxen. Wie ist das Album oder wie sollte das heißen? Gangbang? Das wäre perfekt. Nee, irgendwas mit. Irgendwas mit ihr Hurensöhne. Oh, ich weiß nicht, irgendwie so ganz behindert ist. Ja, ja. Das ist aber auch hart, das Album. Das muss schon so sein. Okay. Ja. Stabil auf jeden Fall. Aber das wird, glaube ich, nicht rauskommen. Okay. In was für Version wird es das Tape geben, beziehungsweise die EP? Ich habe gesehen, dass es einen Bundle geben wird. Ein Bundle gibt es bei mir im Shop. Das Bundle ist extrem limitiert, weil wir das ja selber verpacken und sowas. Da gibt es also das Album, beziehungsweise das Tape wird über den eigenen Shop released und das Ding ist nicht chartrelevant. Nee, chart schon kann das nicht, weil das ja bei uns im Shop ist. Okay. Ich finde, das sollte man immer sagen, weil in der Verkaufswoche dann so von wegen, es hat nicht gechartet. Ja, nee, das Album, es kommt bei mir im Shop raus, deswegen ist das null chartrelevant. Mehr Para für dich, scheiß auf die Deswegen habe ich das gemacht, weil es steht ein großes Album bevor und das wird sehr, sehr viel kosten. Ja. Und das, was halt das einspielt, werden wir das nochmal drauflegen auf dem, was wir sowieso investieren, sodass wir wirklich ein Riesenprojekt machen können. Das Album gibt es im Bundle bei mir im Shop mit Shirt und so einem Gymbag. Ne? Für die ganzen Pumper. Ja. Und dann gibt es das bei Amazon. Zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Richtig. Zieh den Gymbag aus, wenn du mit mir redest. Und bei Amazon die Standard-Edition als CD alleine. Okay, ansonsten bei iTunes und bei Spotify und bei Apple Music und Google Play und Deezer. Ja, keine Ahnung. Ja, die alle. Bei mir im Keller. Alle. Nehmen wir alle mit. Okay. Live-Auftritte, Tour. Was ist geplant bei dir? Ich plane. Guck mal, es kann sein, ohne jetzt wieder Versprechen. Es sieht danach aus, dass wir nächstes Jahr zwei Releases von mir haben. Einmal ein Collabo-Album und einmal ein Solo-Album. Ja? Collabo-Album mit deinem Signing oder Spezial? Nee, was anderes. Einmal ein Collabo-Album, das wollten wir schon ein bisschen länger machen schon, aber das habe ich irgendwie keine Ahnung, wie das war. Mit deinem Rapper? Ja, klar, okay. Was denn sonst? Bruder? Sänger? Ja, ich mit Britney Spears, Bruder. Nee, ist mit Rapper. Es sieht danach aus, dass wir gerade ein Collabo-Album auch raus, das Collabo-Album wird rauskommen. Okay. Aber es sieht gerade danach aus, dass es nächstes Jahr passiert. Und vertraglich gesehen muss auch mein nächstes Solo-Album nächstes Jahr passieren. Okay. Also sieht es gerade danach aus, dass wir zwei Releases nächstes Jahr von Saad haben. Okay. Ja. Kannst du uns einige Tipps geben zum Collabo-Album? Nein, aber gut. Ach so, du hast ja Deutschland. Okay. Du hast ja was gefragt wegen Tour. Yeah. Und wir überlegen, eine Tour zusammen zu machen vor dem Album und zwischen J.J. Tape und nächstes Album von mir so irgendwie das da reinzuquetschen. Wir gucken gerade, wie das alles zustande kommt. Und ja. Okay, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Saad und X-Tour. Ich bin mal sehen, wer mitkommt. Ein Live-Monster. Okay, stabil auf jeden Fall. Ich bewege mich zwar nicht so viel auf der Bühne, aber ich brauche fast keinen Backup-Rapper. Fast nicht. Gut Luft, oder? Du haust immer ab vor den Auftritten. Du machst immer dein Interview und gehst einfach. Nein, du guckst nicht zu. Ich bleibe. Hast du in Hannover da letztes zugeguckt eigentlich? Ich habe zugeguckt, aber dann bin ich irgendwann nach der Hälfte, muss ich kurz meinen Kollegen wegfahren und dann war ich am Ende wieder da. Ja? Okay. Ja. Und du hast wieder auf die Bühne gerufen, voll peinlich. Ich habe dich auf die Bühne gerufen, da warst du nicht da. Ich sag jetzt da, wo dir Applaus für da, wo du. Alle jubeln da. Da hat sich auf Toilette versteckt. Nein. Und dann sag ich, ja Bruder, komm. Wie damals im IC. Ich sag, jubelt nochmal, schreit lauter dafür und alle schreien. Und dann stehe ich da und David kommt nicht. Und alle sind leise und gucken so nach hinten, wo ist denn der? Was, ja, egal, scheiß drauf, ich habe jetzt letztens hier... Scheiß auf David. Nein, ich habe nicht gedacht. Alles die Schuld von Jammer. Alles gut. Zukunftspläne, was ist geplant? Ich habe doch gerade erzählt, Bruder. Ja, aber allgemein, jetzt nicht nur albummäßig, gibt es da irgendwelche Geheimsachen? Sakko muss natürlich an den Start gebracht werden. Zukunftspläne... Du hast eigentlich schon erzählt, vielleicht Film, Sakko einmal,
das Label etwas härter gestalten. In Zukunft vielleicht Collabo-Album. Bisschen, ist das nicht ein bisschen zu viel, Alter? Ja, muss ja jetzt nicht alles in einem Monat passieren, Bruder. Aber in einem Jahr? Krass. Ja, was soll man machen? Weißt du noch, vor 2 Jahren habe ich dir gesagt... Ja, mein letztes Album. Willst du, nee, nicht deswegen letztes Album. Wo du mir gesagt hast, was willst du machen nächstes Jahr? Ja. Ich will auf jeden Fall ein Album rausbringen und dann noch auf Tour fahren und noch irgendwas anderes. Dann hast du auch gesagt, das ist zu viel. Dann habe ich das auch alles gemacht. Digga, was ist los, Bruder? Wie sagt man? Man make the money, money never make the man oder so. Ja, genau, Bruder. Ja. Money muss kommen, Bruder. Alles klar. So sieht's aus. Ja, Mann. Sad, dein letztes Wort an deine Hörer, Fans, Supporter. Was hast du den Leuten zu sagen? Ich übergebe dir das Mic. Bitte schön. Einen wunderschönen guten Tag, liebe TV-Straßensound-Abonnenten und Zuschauer. Ich bedanke mich, dass ihr so lange zugeguckt habt und euch meine weisen Erzählungen angehört habt. Hört euch meine Videos an. Gebt mir einen Daumen hoch und teilt das Video. Nein, kauft euch das Album, wenn ihr wollt. Wenn euch die Musik gefällt, kauft euch das Album. Wenn ihr euch die Musik nicht gefällt, kauft euch halt das Album nicht. Aber wenn euch die Musik gefällt, kauft euch das Album. Und wir werden sehr viel Spaß in Zukunft miteinander haben, Freunde. No homo. Reicht das? Klar. Hau rein, Bruder. TV Straßensound heute aus Bremen mit Babasat. Das Making of unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Links zum Tape. Beziehungsweise zur EP. Ciao. Was ist das immer nicht? Er hat sich spontan gesagt, er meinte, wir kommen vorbei. Ich so, Ala, Salah, komm vorbei. Wir sind vorbeigekommen mit ein paar Jungs von hier. Und war alles positiv. Alles positiv. So sollte es sein. Ja, besser geht's gar nicht. Das macht Spaß, dass du auch einen Künstler kennenlernst. Weil ich kenne sehr viele Künstler. Und es macht Spaß, dass man einen Künstler kennenlernt, der nicht erstmal so den Ekligen machen will. In dem Sinne eklig so.